Der Ethnopluralismus ist ein Theoriekonzept der sogenannten Neuen Rechten. Der Begriff leitet sich von den griechischen Wörtern für Volk und Mehrzahl ab und propagiert die Vielfalt der Völker. Ethnopluralismus wird auch als Rassismus ohne Rassen bezeichnet. Konzepte von Rasse werden durch begriffliche Platzhalter wie Kultur oder Ethnie ersetzt, um den Rassismus modernisiert wirken zu lassen. Kern der Theorie ist die Annahme grundsätzlicher, unveränderlicher Eigenschaften von Menschengruppen. Zudem betonen Ethnopluralisten, dass jede Gruppe umso stärker sei, je ähnlicher sich die jeweiligen Angehörigen seien. Nach der Ethnopluralismus-Theorie können kulturelle Differenzen nicht überbrückt werden, weshalb interkulturelle Kontakte schädlich für den Zusammenhalt einer kulturellen Gruppe seien. Die Heterogenität innerhalb der einzelnen Kulturen sowie historische Verbindungen zwischen verschiedenen Kulturkreisen werden für diese Argumentation geleugnet.